Und wir sind auf der anderen Seite der Fahrt. Willkommen zurück auf einem Raumschiff, wo die Typen immer noch nicht wissen, was sie tun sollen. Bei Mass Effect 4. So, irgendwo müssten da noch eine Crates umliegen, die so nicht so ganz... Was denn? Guten Tag. Yay. Okay. Back to the Vortex. Warte mal, so. Das war jetzt noch eine andere Quest. Aber hier gibt's ja noch was zum Scannen und dann gibt's hier auch noch die Sam-Note. Genau, ja, ja. Aber warte mal, scannen. Okay, das ist die falsche Richtung. Achso, ah! Okay. Da waren nämlich zwei Kisten direkt nebeneinander. Eins war ganz gut, ganz schlichter Hopfen. Ne. Für die Bar. Gut, dann werden wir da nochmal zum Sam eine, die nächste Dings anschauen. Das Drum da ist immer noch die Oberhärte. Na denn, auf geht's. Oh, das ist interessant. It will be just a moment. Hello, Alec. I'm too old for cloak and dagger. I got your message. I'm here. Who are you? A benefactor, if you like. You have something to offer me? A future. What the That's vague. A future for your wife. You're out of money. Your contacts have dried up. You can't finish Sam. How do you know about? I can help you. Whatever you need. Start by telling me what you need. Your AI is more than a cure for your wife. It could also be the salvation for many others. I don't follow. Where we're going, we'll need a different perspective to understand things. Where's that? The Andromeda Galaxy? I have a proposal for you. And Ellen doesn't have much time. Are you interested? Interesting. Who's that? The benefactor. I believe there was more to the Andromeda Initiative than was publicly understood. Private logs are now available in your father's quarters. They may shed further light on the matter. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. Yay! Let's see it. This memory is from your mother's final day. Ja, scheiße. Hat das doch nicht mehr hingekriegt. Und der Gesichtsausdruck. Alter. Alle sehen schön aus und du siehst scheiße aus. Ja, ist echt so. Sollten die Kinder nicht da weggehen, dann, Zeit genug, um das live zu sehen. Oh, Alter, Gesichtsausdruck, Alter, speib's dir an. Was ist denn das? Live your lives. Do great things. I see so much potential in you. Er schläft gleich. Fall in love. At least once. So, nun haben die immer Hand schon. Bei mit Wetter. Say it, Alec. Say it. Then I will. Goodbye. Watch out for the kids. Be there for them. Warum war da Fragezeichen dahinter? Me, Alec, but don't let this destroy you. What did you used to say when you were in N7? When your back's against the wall, if you can't run from it, use it. Remember that. Be strong. Never as strong as you. I love you, Ellen. Ja. I didn't expect that. Death remains an elusive concept for me. A finite end in a cosmos otherwise filled with infinite possibilities. Death isn't the end. Ja, doch. Everything ends. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Galaxies, they all die eventually.
eventually. It's just how things work. Yet it appears this belief serves as a form of motivation for many organic life forms. It's why you exist. Dad hoped you could save her. And I failed. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie muss ich gerade an K2SO denken. Ja, gell. Not you, not my dad. It was fate. And if they don't, and if they close the shield gate, then we'll, then we all die in the cold vacuum of space. Oh ja. I don't. Ja, es ist so geil. Es ist so geil. Okay, I'll keep working on it. Passt. That's all. Of course. So. Ja, denn... Neue Logs vom Vater im, genau. In seinem Raum. Ja, und das ist eine Riesenparty, haben wir da auch noch zu überleben. Your father's personal logs. Yay! Benefactor. Benefactor. Meeting with the Benefactor, ja. I had a strange meeting yesterday. I thought it would be with Jien Garson, who founded the initiative. But it wasn't. I guess Jien's the visionary, the one who gets everyone excited about the project and drums up publicity. But then this benefactor apparently provides resources and money. And I mean a lot of money. It's a little unusual. But everything about this project is. Interesting. I wonder if Director Tan knows anything about it. Die Preisfrage ist ja eigentlich, ob der Benefactor der Elusive Man ist. I accepted the initiative's offer. Das weiß man nicht. Calling me a Pathfinder. Der Benefactor der Elusive Man oder der Shadow Broker oder vielleicht auch nur irgendein einfacher... Na, du brauchst ja jemanden, der endlos fast Geld hat, weil das wird ja endlos verschlungen haben. Shadow Broker hat die Mittel nicht. Fakt. Nie im Leben. Shadow Broker hat die Mittel. Nee, nicht so viel. Doch. Nee, überlege mal, was die gebaut... Nee. Überlege mal, was die... Nee, überlege mal, was die gebaut haben. Der Shadow Broker, Alter, dealt mit Informationen. Okay, aber es ist, das reicht nie im Leben für so eine riesige Operation. Der Elusive Man ist der Einzige, der so viel Ressourcen hat. Der einzige Mensch vielleicht. Ja, bei den generell. Wissen wir es ja nicht. Ja, es, ich glaube, na. Ja, lauch nicht. Goshen, Alter. Okay, quatsch mal mit dem Tan. Aber ich bleib, also... Der Elusive Man ist so ziemlich der Einzige, der in Frage kommt. Der Typ hat Asche. So, mehr haben wir da nicht, ne? Nö. Jetzt, Dann ab ins nächste Deck. Ab ins nächste Deck? Mit Tan wollen wir quatschen? Ich würde sagen, jetzt Operations. Ja, mit Tan um quatschen. Mit Tan zu quatschen und Kendors. Genau. Und wer weiß, was da noch so alles für Tasks sind. So, sind wir? Schauen wir mal, gucken wir da einen Herzinfarkt. Geht, geht, ja, geht. Es geht, es geht, es geht. So. So. Was soll man da tun? Keine Ahnung, guck doch einfach mal, was die Quest, die hier ist, sagt. Hm. Ah. Ah, das waren die Filme. Ne. Ah ja, gut. Die Filme haben Questreihe. Ich freue mich schon irgendwie auf die. Jetzt habe ich da erst. Auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich da erst einmal Liara gelesen. So. Haben wir da. Kendra. Guten Tag. I got your report. Both our Pathfinder and the Natanis. What a mess. Could have been much worse. True. We've got survivors to find and a new Pathfinder out in the field. I'll take it. I owe you for this, Ryder. They'd still be lost without you. I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics. They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks. Dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them.
Ja, wie man. Outposts? The point of all those outposts I've founded. People need more than Space Rider. They need work they're trained for, and we don't have placements for those families. If I just toss them to any outpost with a spare bunk, they become a burden we can't afford. What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic. revolt, survival is more important than family reunions. Ja. Sag mal, die Alte hinter uns da, die ist aber gerade hergeschwommen, ey. Okay. Ja, ich bin auf Ten seiner Seite. Aber echt? Kandros? I'll send in a team, but it might go smoother if Ryder's there. A good idea. Sometimes we have to give bad news. That's a Pathfinder's duty, too. Ja, ich bin auf der Seite von ihm. Es ist... Ja. Gut. So, vorher quatschen wir nochmal mit dem Ten. Hier unten glaube ich auch noch zwei Quests. Ja. Da unten. Da hinten. Da mal. Okay, warte mal. Einmal da. Okay, das ist unten. Ja, das ist unten. Sollst du runter und dann hin umdrehen oder irgendwas scannen scheint. Warte mal. I gave Prodromos the best start a Pathfinder could. But we guck mal auf anderen Seite der Treppe. We just do our best. Ah ja. Pathfinder, to cover their tracks, das ist nämlich die hier Zugangspanel des Scan. Dass sie zum anderen Ende der Leitung gleich hingehen. Apex Team Leaders reporting back. Ja, warte mal, das Ding geht darauf, ne? Scanning power junction relays. Ja, Wilma. What's going on? Why are you whispering? Surprise for Superintendent Kesh. She's always complaining that our stock of spirits is tame. I hear Kadara Port is famous for bizarre homebrews. Supposedly pack a powerful punch. Hoping you can pick some up and keep it quiet. I'll see if I can find some. Excellent. Oh shit. Godlike. Ja. Godlike. Who's for cash? Die Olle braucht Klump. Gut. Dann lassen wir mal da rein. Pathfinder. Ah, Ryder. Grab a seat. So, afterwards, the cat got twitchy. Took me a while to get back. The idea of Solarians figuring out exaltation must keep them up at night. Oh, I hope so. So you're finding out the cat's dirty exaltation secrets? That's the plan. Your star maps were helpful, by the way. You're welcome. Between us, charting the Scourge and Ryder's vault data, the cat will run out of bolt holes. I'll send you our latest. I'll take a copy as well. Anything to expand the search grid. Still hunting down the stasis pods. And finding them. Having a partner AI makes one hell of a difference. Yes, glaub ich gern. Train a successor. And figure out how to prepare them. Better to find your wings as you fly. Worked for us, didn't it? No. There's only one way to find out what kind of Pathfinder you are. Ha. Guess so. In the meantime, we've a serious matter to deal with. The first vintage bottled in Andromeda. Sent as a gift. Good thing I brought my flask. Damn, that smells good. Since we've got a moment to ourselves, shall we toast? Auf euch. To our crews, our Sams, and each other. May we always find our path home. Weg. Okay. So. Ja, dann hoch zu Ten. Ja. Jo, Chef. Ryder, I trust there are no hard feelings. As tempting as Meridian may be, caution must guide us. I can see where it's the safest course. Risk aversion may not sound inspiring, but when the lives of so many are at stake, it's the right call. Did you have some other business? Benefactor. I'm curious. What do you know about the people who backed the initiative? What everyone knows. Gian Garson was the founder and visionary.
Unfortunately, she died on the Nexus during the Scourge disaster. Is there anyone else? I would almost welcome them. A voice to silence the rabble. Then Kesh might listen. But no, we're alone. Why do you ask? Weil da noch jemand ist. I have information that suggests Garson wasn't the only one. What sort of information? It's complicated, but there was a silent partner, a benefactor. Even if that were true, we've been here 14 months with no sign of them. This partner is either a phantom, missing, or dead. Nope, Gian Garson was the beacon. A sad end to someone of such stature. Dying alone. Oh? It was chaos. By the time they found her, she was already dead, succumbed to her injuries. Was there a follow-up investigation? I wasn't even out of stasis. But knowing the violence of the Scourge disaster, death was everywhere. If you're suggesting something else happened, Ryder, I'd rather you didn't. Let's not add to the confusion. Thank you for your time. Ryder, if you wish to pursue this further, accessing Nexus security records may reveal more information. Glaube, das werden wir machen. Lars? Ellas, verkauft ihr etwa? Stimmt. Excuse me, Pathfinder. I don't know where else to turn. My best friend's been missing since the revolts. Tell me. He was involved with a woman who was exiled. She obsessed over him, and I'm sure she kidnapped him. The powers that be don't buy it and don't care. They say most likely he went willingly. Okay. Love can make us do strange things. He didn't love her. She was just a fling. The Initiative has branded him a traitor. I don't want that to be his legacy. I want to clear his name. Sanjeev Clement. The woman was Delaney Roos. She must have taken him to Kadara. Yay! Immer noch mehr Klump doch Kadara. I'm in your debt. Damit sich halt lohnt. Dann muss ich irgendwas ist dazu scannen. Yay! Dann mal da unten wird es wahrscheinlich sein, denke ich mal. Ja. And trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Okay. Voll unauffällig die Panels. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any ideas to who it might be? Yeah. All these panels. Mal mit dem muss ich eh quatschen, ne? Were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea what she's now? Well, shit. Kellis is currently on a panel on the Hyperion main deck. No. Pathfinder, AVP leveling continues as per your directions. And of course, the interface remains accessible for any future adjustments. Sweet protocol and process. Now we're living. Ja. Another time. Du solltest mit ihm reden für Getting Someone Out of Space. Stimmt. Ja. I have a specific name and designation if available. That's it? Nowhere in my job description does it say argue with. Ja, das ist super. Tja, den nochmal, den da. I heard that the chief engineer on EOS. There have been a few such requests. The now that chief engineer Grace. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Noch wen? Nochmal, ja. Name and designation if available. Let's keep this. Deployment will begin shortly. Passt. Is there anything else, Pathfinder? Haben wir jetzt, oder? Mehr brauchen wir von ihm nicht. Another. Nee, passt. Ja, dann. Das ist Personal Affairs. Hund. Stimmt, dieser an den Saboteur war das jetzt, ne? Ja. Mhm. Nee, doch nicht. Thomas, warte mal. Damals. So, den Death, den genau. Dann können wir das machen. Den Death. So. Okay. What are we looking? Okay. Apartment. Yay, das ist jetzt drunter. Achso, dann müssen wir wieder woanders hin, stimmt.
Then connecting her death to the Scourge disaster was mere speculation. Yeah, they just wanted this to go away. Überhaupt doch, man verfolgt den Tod von quasi dem Chef schlechthin nicht. Ja. Ich möchte hier jetzt offiziell Zweifel anmelden. Oha. Just stand down, ma'am. Or you'll shoot me. Good luck explaining that to my grandchildren. What happened? She was about to disconnect the water hoses, threaten all the plants. Saying the leaders won't wake our families. Well, this is how far we're willing to go. Their move. Ja, chill. If you resort to violence, so will the leadership. And they have... Schreit Quell dagegen, du. What? Take it easy, kid. The Pathfinder... I'll get help from Kadara Port if I have to. Maybe someone there will do something. You want your mom to wake? I... Reese, don't. Anything's better than that. When our families hear about this... They'll probably agree with the Pathfinder. You're done here. Come on. Echt? Ob? Ja. Ja. So kann man das natürlich auch lösen. Das haben wir ja dort zum Obgeben. Ja, warte mal, dann tippen wir schnell einen Vortex rein. Einmal rein in den Vortex. Gut. Und den guten alten Hopfen von aber der ganz, Erde. Aber ganz ehrlich, das Purgatory war bis jetzt echt der geilste Laden. Ja. Passt. Gut. Das da. Dann sind nur die Gebiete. So, wir müssen rauf. Genau, okay. Da ging es darauf. Ja, aber Hauptsache Bibi mit dem drum, was sie gebastelt hat. Das war mal cool. Ja, Moment. What? So, da rein. This is where Jean Garson's body was discovered. What are we looking for? If you scan the room, environment... There. This was no accident. She was murdered. As this incident occurred over a year ago, her killer is likely far away by now. Mm-hmm. Yeah. But... wait. This whole area was shuttered back then. Didn't open till the Hyperion arrived. So what was Garson even doing here? Perhaps a further scan of the room is in order. More information. Also guck an. What do we have here? Oh ja. Ach, Scheißhaus. Dass sie an solche Details gedacht haben. This is Gian Garson. I don't have much time. I've been hiding in the sealed off sections of the Nexus since we got here. Someone's trying to kill me. And now I can hear them down in the hydroponics area. They're coming. I've embedded what I know in my VI in the cultural center. This log has the code. And whatever happens... Oh god, they're outside the door. Oh, scheiße, ne? Wow, this is some serious shit. Yes, deeply troubling. Wenn ihr einfach zum Fluchen anfangt auf einmal. Zu geil! Aber kann man VIs nicht einfach remote ansprechen? Nee, viel zu kompliziert. So. Pass auf. Stellen uns jetzt dahin, genießen die grüne Sache und ich geh schnell zu. Bis dann. Ja, ich bin auch mal kurz. Weg. Comfortable one, and let's all celebrate.
Zurück auf Nexus. Bitte? Na denn? Hallo VI. Secret Message. So, geht's mal alle kurz weg. Sam, can we hear that message Garson talked about? Unlocking it now. Rerouting to our private channel. Ah ja. For years there was a silent partner involved with the initiative. The truth is, I was running out of money. Then a benefactor stepped in. I didn't ask questions. I never met them face to face. That was a mistake. I lied to everyone. Something big spooked them in the Milky Way, and now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for the good, but I have my doubts. And now I think they're going to remove me. Alec Ryder and I had a code word for this. Fulcrum. He may have learned more. What's that mean? Okay. Perhaps your father's locked memories hold the answer. He might have known more. Was ist geil? Ist jetzt nur so eine Idee von mir. Sag mal, es ist wirklich der Illusive Man. Wie gesagt, ich denke, das würde Sinn machen. Illusive Man hat gesehen, so, okay. Wenn der jetzt mitkommen wäre, das macht wiederum keinen Sinn. Das kann nicht sein, weil der war im Dreier da und hat ja sogar mehr schlecht als recht versucht, die Dings zu kontrollieren. Na, wie heißt das? Die Reaper, ja. Was ja so mehr oder minder funktioniert hat. Lass mal so mehr oder weniger gar nicht funktioniert hat. Ja. Habitation? Ja. Ja, das heißt, er kann es einmal nicht sein. Shadow Broker kann es genauso wenig sein. Weil weder Liara noch der Furcher. Ja, gut, die können sich Bitcoins aus dem Arsch ziehen, aber. Warum hast du mir überhaupt dahin geschickt? Ah, das habe ich ja. Okay. So, jetzt komm her, du Weichtier. Guten Tag. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never. I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omnitool. Funny. Raj was investigating the same thing. And it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up. I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Him? Looks like someone is using both you and Raj to cover their tracks. They need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something. Aha! You stay put. You have mass access. Doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Good. Das heißt, wir können jetzt wieder rumeiern. Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. Text aus. Okay. Text aus, weil zu weit gerannt. Anscheinend. This is Agent S. Was ist dieses Agent S? Ich hab's bis jetzt immer noch nicht geknissen. Andromeda News Service? Ah. Gedacht, das ist einfach die neue Version von Ancient Orange. So. Let's check another. And another scrap. Yay! Coincidence seems unlikely. Let's check another. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam?
The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Mhm. Got it. Das heißt, wir gehen jetzt heran und scannen alles, was uns mit bei 3 wegläuft. Was, alles, was sich bei 3 auf den Bäumen ist. So. This person is not a match. Glück gehabt, du Wabbler. Next! This person is not a match. Pathfinder? May I have a word? Yeah. What is it? You're out there, facing the cat. We hear only rumors. Maybe they just don't understand us. Do you think peace could ever be possible? Das will ich irgendwie bezweifeln mit dem Vollwappler. Wobei, wir haben Star Wars, wo ja das absolut Undenkbare denkbar wurde, als die Forschungskaste der Yuuzhan Vong. Hm. Und nicht. War da mal die Forschungskaste und war da nicht noch eine? Die religiöse Kaste, die sind ja auch übergelaufen, oder? Aber wirklich nur die Kriegerkaste war ja dann am Ende das Problem. Füll dir mal gerade ein. Ja, jetzt runter. Ich glaub, der wird unter uns sein. Einmal Hyperion muss. Hyperion Cryobay? Nein. Ah, stimmt, Hyperion ist ja von unserem Schiff. Ja, ja. Hyperion ist ja. Habitation Deck. Aber ja, sind ja sogar von die Wong übergelaufen. Also, wenn von denen was überläuft, dann kann alles überlaufen. So. Warte mal, irgendwas. Ja, das sind die Typen, die du scannen musst. Das randaliert jetzt einfach mal quer ab. Negative match. Nope. Die scannen alles, was nicht bei 3 am Baum ist. Na, Wappler. Drehen. Ah. Scan results show partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins. Reports to Kandros' department. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Yeah. I don't think so. Know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job. That's all. Proof says you've been up to no good. Vigors. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Guschen, du Wabbler! Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. Sloane and the others were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Tja, es ist nicht von mir zu decide. Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Kritik! Hat nicht ganz unrecht. Das muss man lassen. Ja. Gut. Ich glaube, das haben wir am Nexus wieder mal durch, ne? Ja, Docking. Docking Bay. Docking Bay, D24. Die große Preisfrage, wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Vieles auf Aladdin. Ja. Unter anderem auch die letzten Sam Notes. Ah ja. Ich hatte den letzten, den ich hatte auf Haval unten in dem bei dem Monolith. Mhm. Weil ich den beim ersten Mal, als ich da war, nicht eingesammelt habe. Ne. Aladdin, Aya, Ios. Hm. Ja, Aladdin haben wirklich einiges zum Tun, gell? Hm. Aladdin, Aya. Einfach mal hin und her fliegen von dem Planeten. Ja. Aber ich bin der Meinung, jetzt können wir mal wieder ein bisschen Wüste gebrauchen. Ja, wenn du meinst.
Nicht einfach nur ein Öde. Ich finde halt, ja, aber ich finde halt, Wüste ist einfach nur das langweiligste Biom, das geben kann, ey. Ja. Es ist so fad. Sand. Ja, ich weiß nicht. Sand, er ist fein. Und kratzig. Da kommt in die ganzen Rüstungsdinger rein, ja, es ist unmöglich. Wie war das Star Wars Theory? What if oh, ja. Actually loved Sand? Ja, das ist so geil. Alles wäre anders gewesen. Ursprünglich war ja für Episode 3 geplant, dass Padme versucht, Anakin umzubringen. The crew is ready to discuss how to approach the Remnant City Pathfinder. I don't care. E-Mail? Warte mal, das Discussen, das ist jetzt Main Quest, gell? Ja, das, So, Stolen Nexus Goods, okay. Error, Homie Blow, Carrier Signal Interrupted. Okay? Na, Interview. Ja. Kann man das nicht gerade macht, Himmel aus dem Zirn. Du wurdest länger interviewt, deshalb immer, wenn du auf die, auf die Tempest zurückgehst, kriegst du gerade eine Interviewanfrage. Ja gut, das heißt, wir wollen jetzt erst einmal noch... Aladdin. Zauberei. Daumen, ja. Ja, okay. Okay. Wir besiedeln mal Aladdin, dann haben wir ja fast alle Planeten schon komplett durch. Ja. Jetzt mit den Outposts auf Dings müssen wir eigentlich auch noch machen. Auf, Haval. Ich würde irgendwie fast lieber Haval fertig machen. Sagen wir es so, auf Haval gibt's jetzt, es gibt da keinen kompletten Outpost, sondern eine Science School. Ja, das ist ja relativ wurscht, aber hätte es gern fertig gemacht. Aber... Ist ja wurscht. Machen wir halt einmal Aladdin weiter. Machen wir jetzt mal Aladdin. Ja, weil Aladdin haben wir so viele Quests, weil da kriegen wir wahrscheinlich eh wieder Quests für andere Planeten auch noch, insofern. Eben. Machen wir mal Aladdin. Ich finde es halt so geil, hä, wie er EA jetzt Mass Effect erst einmal auf Eis gelegt hat. Und die checken und die sind komplett ignorant gegenüber der Tatsache, dass sie selbst dafür schuld sind, dass es nicht so gut angekommen ist. So, ja, na, das kommt nicht so gut an, wir wissen nicht warum. Ja, weil ihr halt nie ein fertiges Spiel rausbringt. Ihr Volltrotteln. Wobei, ich finde es auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt... Du hast halt irgendwann das Problem, wenn du ein Spiel so verfranchised, weil das ist jetzt der vierte Teil, gell? Ah, es nutzt sich halt. Es nutzt sich halt ab, wenn man es. Dich dann so zu einem Assassin's Creed, ja. Der Release und so. Ja, das meine ich nicht einmal, aber es ist einfach so, wenn es zu viel von was gibt, was der ist, ist halt. Ja, ich weiß nicht so recht. Also, ich finde, vielleicht ist es eh was Gutes. Ja. Ja. Ich bin wieder schweineüberfordert, raufzukommen. Komm schon. So. Guten Tag. Are you Jorgel Strux? Maybe. You who I think you are. I'm the Pathfinder from the Nexus. You asked me to meet you here. Yeah, I did. Thanks for coming. Jo, immerhin, ne? Losing the Krogan was a big deal to a lot of us in the Initiative. Some of my best friends are Krogan. I didn't want to leave the Nexus, but I needed to support my people and my clan. So, trouble at the colony? It's heading to a bad place. We can't be there anymore. Morda's become a tyrant. Did she kick you out? Hasn't come to that yet, so we're laying low. I want to keep my eye on her. She's planning a strike against the Nexus, that much we know. Okay. Drak trusts Morda, and I trust Drak. I'm there. Drak isn't. Morda is going to rip this colony apart. And then we're all going to die. Krogan dying?
Your home world's worse than this place. Everyone needs food. Krogan. Mortis rationing. My group thinks the Krogan should make peace with the Nexus. Das macht durchaus Sinn, ja. Krogan and the Krogan need us. We all came to Andromeda as one. We should at least try to fix this. Well, there won't be a colony to make peace with if Morta ruins it. You don't believe me? Go to the Krogan colony yourself and see what she's planning. Talk to Ravenor Brink. He's one of us, on the inside. If the safety of the Nexus is really on the line, I'll go. Better hope she doesn't shoot me on sight. Yeah, that'd be a bad omen. Erstens das und zweitens ist es ganz easy. Du gehst zum Kroganer hin, lächelst ihm an, headbuttest das Vieh und wenn du nicht ins Koma fallst, hat er die lieb. So kompliziert sind Kroganer gar nicht. Yo! Ihr spawns und die beamen her. Ja, jetzt auf zum Sudern. Etage tiefer, ja. Das Serum. Natürlich ist es eine Etage tiefer, denn du bist oben drauf gesprungen. Okay. Not a scavenger rider. Das ist nicht unglaublich. Not a scavenger rider. Rider, hör auf, Leute zu scannen. Rider! Ja. Really, Rider? Das Problem ist ja. Ich check's grad nicht, weil wir müssen da drin scannen oder ist es generell da irgendwo in der Gegend? Nein, so in einer groben Umgebung. Ja. Probe Umgebung. Oder einfach da, wo der Questmarker ist. Ja, ist einfacher. Aber mach mir den Spaß, das kenne jetzt alles, was nicht betreibbar ist. Oh, schade. Das erinnert mich an den Magic Button in Mass Effect 3. Bei den Salarianern. Wo man dann den Button. Don't touch that button. What? Don't touch that button. You didn't understand. Didn't you understand? I don't want your blasted medicine. Your mind regressed in cryo. This will bring you... Bring me back to what? For the... Just leave me alone. Leave all of us alone. We're happy just how we are. I won't... You're a pain in my ass. Fine. Finally. I take it, you leave me... Okay. Not the first patient I've had who resisted treatment. Ich glaube, das haben wir so durch. Ja, passt. Dann haben wir da. Ja, dann. Medical Supplies, Memory Trigger. Weg mich fertig. Ich meine, ich habe da relativ viel schon erforscht. Relativ viel schon gemacht. Okay. Ja, dann werden wir das Ding mal anwählen. Und wir können uns nicht beamen. Doch, mir sollte eigentlich gehen. Ja, muss nur das richtige ich aus. Muss es nur aus underklicken, ja. Oder drüber hovern können. Ja. Vor allem YouTube-Chunker. Ist halt irgendwie so, ja. So neu und Tuchanka, das ist doch. Mann, neu und Tuchanka, das ist ein Oxymoron, ehrlich. Yeah. Das ist alles am Arsch. Guck mal, Sinkhole! Ja, es war knapp. Ja, die große Frage, sind da Salax drin? Ja. Wenn ja, wie kann ich das rückgängig machen? So. Komm erstmal auf die Seite. Ich schmeiß einfach Boba Fett rein. Huch! Oh, guck mal, großes Sinkhole! Großes Sinkhole! Riesenzähne! I don't think I see a bottom. Das geht schon. Ob denn jetzt so Vetra? Ah. Wir parken die Cat.
Hallo, Morgen. Freunde. Ah, fast. Na komm. Schwer kann es denn sein? Geht doch. Nice. Was zum Looten und Medical Supplies. So. Dann haben wir als nächstes einen Sam Trigger. Hey, der Hunter ist online. Das heißt zu Hause. Hi, ist online. Hab ich auch gerade gesehen. Gut. Wir sind wieder hier. Ein Heiler ist online. Das bedeutet, morgen geht's weiter. Ciao, Leute. Ciao.